So, Neo 2. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ist quasi, nicht nur quasi, ist mein erstes Mal Neo 2. Ich weiß gar nichts vom Game. Ich glaube, ich habe mir noch nicht mal irgendwann einen Gameplay-Trailer oder so angeguckt. Ich werde vom Chat genötigt, das zu spielen. Aber war ja umsonst im PlayStation Plus, deswegen kann es nicht schaden, mal reinzugucken. Moin, Wolfpack. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Scheint auf jeden Fall sehr asiatisch angehaucht zu sein. Das muss ja per se nicht schlecht sein. Hat das eine Story, die ich wissen Once upon a muss? time, a giant man with horns appeared in a distant village. The villagers welcomed him with joy, believing Joy. he brought blessings from the Hallo. spirit world. Hallo, Sebe. However, as time went by, they began to fear him. Tormented by the villagers, he began to attack them. Ist die Story am Anfang wichtig, Leute? Um synchronisiert zu werden? One of the village youths decided to make a stand. He gathered a multitude of golden stones, forging them into a blade that gleamed with an otherworldly light. With this mysterious blade, the invincible demon was cut down at last. Die 100% bei Hogwarts wurden mir nicht The anerkannt. young Nope. champion who slayed the fiend entrusted the blade. Okay, jetzt geht's los. Oha. Oha. Sharingan. Moin, Steven. Ach so, wir spielen hier Naruto. Das Sasuke, der jetzt seine ganze Familie raidet. Sieht aus wie ein Fiebertraum. Schattendomäne her. Ey, sieht aber echt gut aus. Ist das nicht eigentlich ein PlayStation 4 Game? Also, die Videos hier sehen gut aus. Ich habe nicht den 4K-Modus genommen. Ich habe den PS5-Standard-Modus genommen. All I know is that there will be no limit to their potential. Komm, lass mich spielen. Aha, Basis. Männlich? Ah, man kann weiblich nehmen. Wir nehmen auch safe, nehmen wir weiblich. Ey, der sieht gut aus, der Alter, der. Wieso sieht der. What the fuck? Das sieht richtig gut aus. Da sehe ich mich. Alter Schwede, ich glaube, oh mein Gott. Das sieht ultra gut aus. Da, also, kannst du eigentlich den ganzen Tag nur im Editor bleiben. Es sieht schweinegut aus. Können die sich auch bewegen? Ach, ich kann auch ranzoomen. Ganz ehrlich, es sieht besser aus als Hogwarts Legacy. Lul. Wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Bisschen aus wie Uma Thurman. Oh, Red Hat? Ja, Steven, wissen wir, ne? Müssen wir. Zurück. Haltung? Wie Haltung? Schneidersitz? Baden? Können wir es mal sehen? Schneidersitz entspannen. Hautfarbe. I wonder, what kind of child do you
Hauttyp, Gesicht. Ja, komm, lass mal so. Das kann man alles noch anpassen. Wir lassen es mal so, weil was? Yokai-Form? Oha! Well, you may be right. After all, you are her father. Oha. Ich war die ganze Zeit übel skeptisch, ob mir das Game gefällt, ne? Aber scheiße, bin ich gerade hyped. Die sehen cool aus. Menschliches Haar beibehalten. Also unser menschliches Haar oder die Haare ändern. Haartyp. Alter. Das ist cool. Das ist auch cool. Riech auf Gon angelegt. Alter, das ist cool. Auf Saiyajin. Auch cool. Auch cool. Ey, da ist ja die Glatze. Nee, das machen wir nicht. Also entweder das, das wird. Und dann wird die Farbe blond oder so. Das wäre cool. So. Farbige Spitzen. Oha, wie cool das ist. So. Auch rötlich? Weil unsere Grundhaarfarbe ist ja rot. Ja, Mann. Haarlänge. Ja, auf jeden Fall. Lockig? Lockigkeit. Ich weiß nicht, ob Lockigkeit ein richtiges Wort ist. Kann das mal jemand im Duden nachschlagen? Yokai Wandel Wildling. What the fuck? Da gibt es auch noch verschiedene. Aber die passe ich jetzt nicht alle an, oder? Nee, wir passen jetzt hier nicht alles an. Stimme noch. Okay. Bart? Sagt nicht, man kann hier auch einen Bart reinmachen. Man kann hier einen Bart geben. Wie witzig, okay. Übernehmen, Abfahrt. Rotteig finde ich geil. Ja, gut so. Können wir die Kleidung wieder ändern? Ja, ich hoffe mal, dass man später auch noch andere... Die Kleidung komplett wieder ausziehen. Warte. Ausrüstung. Bestätigen. Man kann es, glaube ich, nicht ausziehen oder ändern. Also ich sehe zumindest gerade nichts. Gegenstände, Schutzgeist, Fähigkeiten erlernen, Fähigkeiten anpassen, Status, Fotomodus. Okay. Oh, laufen ist un. Also so wie bei Hogwarts ist behäbig. Ziel wird auf dem Kompass oben rechts angezeigt. Okay. Bewegen, Kamera drehen. Ansturm. Was? Das muss ich ja die ganze Zeit halten? Das ist ja Abfuck. Ich muss L und X gedrückt halten. Das muss man doch ändern. Das gefällt mir ja sofort nicht. Wer hat denn auf X? Wer hat denn auf X ausweichen? Ah, man kann einfach X halten, muss nicht noch L3 halten. Ich dachte schon, Auf X ist doch ganz komisch, oder? Auf X? Wie? Was? Nein, nein, nein!
Oh, die Doppelschwerter? Odashi? Ah, ich kann alle Waffen mit dabei haben. Das ist cool. Schwert. Speer. Speer, nee. Speer ist doof. Axt finde ich auch doof. Ich hasse so langsame Waffen. Tonfa. Nee, also... Oh. Also, ich glaube, ich nehme die Doppelschwerter. Doppelschwerter finde ich cool. Weil die einfach übel schnell sind. Aber auf X ist ausweichen und schnell laufen. Das ist doch komisch. Weiter zur Schutzgeist-Auswahl. Ein Fisch? Wie ein Fisch? Wird es schnell... Ah, Vogel? Vogel? Oh, wir nehmen auf jeden Fall einen Hundi. Ah, das ist auch die Form, die ich angepasst habe. Ach so, dann gibt es auch noch verschiedene Waffen. Ah, das ist doof. Kann man sich nur einen aussuchen, ja? Oh ja, das ist es. Die Form habe ich leider nicht gedingst. Fisch probiere ich auch mal aus. Oha. Oha. Vom weit schießen, da sehe ich mich. Ach, guck mal, da links steht doch was. Odashi-Bonus, Doppelschwert. Das muss ich ja nehmen, Doppelschwert-Bonus. Habe ich Doppelschwert genommen? Yamato, Odashi, Shoshu, Doppelschwert. Wie kriege ich den scheiß Schutzgeist denn erst wieder weg? Habe ich es? Ah, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ja, wir nehmen auf jeden Fall den. Also eigentlich will ich den Hund nehmen, aber mir hat die Waffe gar nicht gefallen. Hier, Waffe wechseln. Ich glaube, ich habe nicht aus Versehen das Nodashi da genommen. Glefe, Magie, Geschicklichkeit. Also ich, wie sind da meine... Okay, hier haben wir mal Stärke 6, sehr ausgeglichen, okay. Ach, es ist alles so allgemein 5. Und dann kriegt man... Okay, verstehe. Ja, ich will aber nicht auf Magie gehen, oder? Fähigkeit. Mut. Ausdauer. Konstitution. Herz. Dashi-Bonus, Schwert-Bonus. Ah, guck mal, da oben ist eine Waffe. Unten, also ihr seht, genau da, wo ich jetzt gerade drüber bin, da kann ich die Waffe wechseln. Kann ich das wechseln in die hier? Ja, perfekt. Jetzt habe ich das Schwert und die kleinen Schwerter. Das will ich nehmen. Okay. Schutzgeist hatte ich ja, nämlich den Fisch. Ist okay. Verlasse diesen Ort. Okay, das heißt, am Anfang nimmt man eine Waffe und einen Schutzgeist. Verstehe. Help! Please, I'm begging you! You have to help me!
Ach, Quatsch, das ist jetzt auch in den Cutscenes mein Model. Mein Model im übertragenen Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was war das denn? War das Rui? Ist das Rui? Alter, hat die Augen. Am liebsten würde ich nur Cutscenes gucken. Oha. Du hast ein Fragment des Heiligen Zweigs erhalten. Wenn du es während einer Mission benutzt, kannst du diese beenden und zur Karte zurückkehren. Allerdings verlierst du dadurch all dein derzeitiges Amrita. Okay, jetzt kann ich hier... Ausgangspunkt. Okay. Aber man kann so Missionen machen. Ist nicht Open World? Ich dachte, es wäre Open World mäßig, so wie Elden Ring. Weiter. Okay. März 1555, User in Sakura, Provinz Mino. Was bringt das? Alter, Nintendo-Trick, immer erstmal hinter sich gucken, ist aber nix. Das auf X schnell laufen ist, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Was ist das denn für ein kleiner Dude? Beten? Die Fähigkeit Training wurde freigeschalten. Stufenaufstieg, Opfer darbringen, Schutzgeist wechseln. Hab aber keinen anderen. Ah, es gibt noch andere. Stufenaufstieg. Im Aufstiegsmenü verbesserst du deine Werte mit Amrita. Die aktualisierten Werte werden auf den rechten Seiten angezeigt. Okay. Habe ich denn schon was zum Aufsteigen? Ja. Ich kann ein Level machen. Konstitution gibt Gesundheit. Herz. Oh, das ist gut. Mut gibt Leben und KI-Regeneration. Ausdauer gibt Ausrüstungsgewicht. Stärke auch. On-Mio-Magiekraft. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich nehme einfach mal Konstitution. Oder? Oder eher so ein Allrounder. Ich denke, das ist ganz okay. Okay. A Little Dreamer, kann ich dir noch nicht sagen. Also die Charaktererstellung, die hat Spaß gemacht. mehr kann ich dir noch nicht sagen. Was ist das? Mehr kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe keine Mana mehr. Okay, verstehe. Das kann ich dir noch nicht sagen, wie das Game ist. Also, nehmen. Ich glaube, genau da, wo ich drüber sitze. Da. Ich glaube, das sind meine Seelen, oder? Ja, das sind meine Seelen. Vielleicht mache ich mich mal auf die andere Seite. So ist besser, glaube ich, ne? Damit ihr das da seht. Ein Stein bekommen, perfekt. Das hat sich gelohnt. Was? Hier kann ich gar nicht doch öffnen.
Nee, geht nicht, okay. Hier liegt schon wieder was, habe ich einfach nicht gesehen. Das waren wieder Seelen oder so. Und dann kann ich noch einen Stein nehmen. Was, wie viel kostet denn jetzt hier ein Level? Ich habe eben nicht gesehen, was es gekostet hat. Da, nötige Amrita für nächste Stufe 500. Okay, verstehe. Hä, der Typ ist wieder da. Okay, wenn ich an das Ding gehe, dann... Tja, der hat mich voll getroffen. What? Lass mich los! Alter, zieht der viel ab? Ich wollte auf Kreis ausweichen. Der alte Souls-Gamer. Von Gaki totgeschlagen. Und was geht es denn im Spiel? Weißt du das zumindest? Nope. Ich spiele das gerade zum ersten Mal seit vor 20 Minuten. 20 Minuten schon? So lange haben wir gebraucht? Ich weiß noch gar nichts. Noch gar nichts. Ich spiele... Ah, guck mal, da sind auf jeden Fall meine Seelen. Einsammeln mit... Ey, lass mich! Mit Kreis. Okay. Stein genommen. Man kriegt nicht... Oder kriegt man alle Seelen? 300? Wie kann ich mich denn heilen? Aha. Gute Einstellung. Ey, das ist ja ganz, ganz komisch. Die haben X und Kreis. Das müssen wir mal kurz. Das kann man bestimmt hier ändern. Steuerung. Wieso ist Kreis nicht... Kreis muss ausweichen sein, verdammte Kacke. Kann man das noch ändern? Kann man nicht ändern, das ist ganz blöd. Ey, muss ich gegen das Vieh kämpfen? Das sieht auf jeden Fall mal krass aus. Kann es sein, dass der übel viel Leben hat? Aber der macht gar keinen Schaden. Oh, der macht doch Schaden. Ich bin voll ausgewichen. Manchmal kann ich die... Manchmal kann man irgendwie nicht ausweichen. Von Gozuki totgeschlagen. Wuchtkonter. Was ist denn ein Wuchtkonter? Ach, guck mal da. Wenn ich R2 drücke, habe ich die Hörnchen. Ich will auf jeden Fall meine Seelen haben hier. Was war das? Hä? Ja, bleib doch mal da. Hä? Kann man auch einfach abhauen? Dann habe ich das Gefühl, der ist zu stark. Schade, dass ich nicht Pfeil und Bogen habe. Könnte ich ihn einfach von hier abschießen, Dummkopf.
Wer besiegt denn den ganz am Anfang? Öffnen, okay. Ich habe auch ein Level-Up jetzt, das mache ich mal eben. Dann schaffe ich den bestimmt, den Riesen. Ach, guck mal, ich kriege auch immer wieder 3 Heilungen. Oder habe ich die gerade eingesammelt? Stufenaufstieg. Herz. Abfahrt. Ich glaube, Herz ist ganz okay. L1 ausweichen. Okay, L1 scheint so Schutz zu sein oder so. Hätte ich damit den Fetten besiegen können? Hut des Freischärlers. Oh nein, dann sehen wir uns ja nicht mehr. Naja. Haltung ändern. Ja, was bringt das? Mit der Haltung. Was soll das bringen mit der Haltung? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aha. Die Angriffe sind dann anders. Oh. Ich würde den Ausschlag ausblenden. Was? Ey! Was ausblenden? Ach, den Hut. Backstab oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich den Dicken noch killen will, aber glaub nicht. KI-Impuls. Wenn sich die blauen Lichter nach einem abgeschlossenen Angriff um dich sammeln. Okay. Das mit den Hörnchen habe ich noch nicht so verstanden. Ich verstehe auch die Karte oben nicht. Da ist irgendwie nur gehende Leere. Damit kann ich gar nicht arbeiten. Oha! Ich glaube, die Haltung sagt, wie ich angreife. Manche sind schneller, manche sind langsamer, die Angriffe. Aber dafür auch stärker. Oh, du bist weg. Was ist das denn? Blutiges Gab, angstloser Kotaro, Stufe 5. Rückkehrer bekämpfen. Tödlich gestürzt. Hat nicht so Bock. Blitz Bizen des den Ushikatana. Alter, habe ich schon viele Waffen. Soshu Doppel Ushikatana, Mino Ushikatana, Eiserne Tonfa. Es gibt, guck mal, die ist überall besser oder so, ne? Angriff ein mehr. Bizen Uchikatana scheint auf jeden Fall besser sein als das Mino. Vielleicht sollte ich mal das Uchikatana versuchen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, die untere Haltung ist am schnellsten und schnell nicht mal gut. Here goes. With this, I can drive these beasts away. Es ist so ungewöhnlich, auf X auszuweichen, ne? Und irgendwie, du bist übel gestunt, wenn du einen Schlag abbekommst. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben alle übel Leben. Was will ich im Endgame-Gebiet oder so? Alter. Ich will mich auch verwandeln. Aha, man kann auch verteidigen. Komplett 100% des Schadens. Ich bin voll ausgewichen. Komm mir voll schwer vor. Also, ich bin Dark Souls so gewöhnt, das kommt mir aber sehr schwer vor. Ich mach gar keinen Schaden. Ich mach gar keinen Schaden. Selbst diese kleinen Viecher hier, guck mal, wie wenig Schaden ich mach. Muss ich 10 mal angreifen. Und immer wieder werden die Sachen hier respawned irgendwie. Mit Key-Impulsen kannst du deine Key-Wiederherstellung im Dämpfen und Juche-Reichs reinigen. Ja. Wir brauchen Nioh 2 Experten. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Check's aber mal 0,0. Ich check's nicht, hä? Was kam mit dieser komischen Verwandlung? Soll ich einfach an dem vorbeilaufen? Ich habe jetzt doch schon 1200 von den Seelen wieder. Geh mal leveln. Irgendwie blick ich es nicht so ganz. Vielleicht kill ich lieber den anderen Dicken. Den kleinen hier unten mitnehmen. Stein.
Opfer darbringen, kann ich auch mal ausprobieren. Also, was bringt mir dann am meisten? Stärke. Wo ist denn mein Schaden da oben? Angriff. KI-Regeneration. Ist mein Angriff? Nee, ist nicht mein Angriff. Ich kann nur ein Level machen. Ein Level kostet 1000, danach 2000. Den Jutsu-Kraft. Hilfe. So, hier, ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Was? Der erklärt mir nur die drei Sachen hier. Erklär mir doch mal... Ah, da unten steht das. Beeinflusst Leben und Gift, Lähmungswiderstand, Speer, Katana, Yumi, Langbogen, Tonfa, Axt, Handrohr, Odashi, Doppelkatana. Das nehmen wir. Ah, da. Da ist dann die Stärke. Deswegen kriege ich... Doch, hier kriege ich auch Stärke. Ah, Nahkampfwaffe 1, Nahkampfwaffe 2. Verstehe. Okay, jetzt habe ich gecheckt. Gut, dass ich hier oben dreimal auf Herz gegangen bin. Das war vielleicht nicht so clever. Opfer darbringen. Kodama-Segen. Heiler-Segen. Was bringt das? Kodama entlassen. Opfer darbringen? Ah, Opfer darbringen heißt Sachen verkaufen. Sehe ich es richtig? Wie viel habe ich jetzt? Ah, Vertrautheit steht da oben. Das kriege ich. Oder? Göttlicher Reis. 3. Kodama Bazaar. Automatisch auch kann jetzt für bestimmte Gegenstände gewesen sein. Okay. Lager 5 von 8, Inventar 3 von 8. Lager 1 von 1, Reisamulett. Ochoko-Becher. Okay. Ich bin komplett überfordert. Segen. DLC wird geprüft. Helm, Rüstung, was? Drachen-Ninja-Transformation freigeschaltet. Ne, Training will ich nicht. Schutzgeist? Kein Drache. Habe ich jetzt eine andere Rüstung? Da. Au. Das gibt natürlich einen übelsten Boost, ne? Da sehe ich mich. Guckt euch an, wie ich aussehe. Bam. Accessoire gibt es auch noch. Keine geile Waffe bekommen, Leute. Da, Helm des Millionen. Was? Ich liege über dem Ausrüstungsgewicht. Was heißt das? Sieht doch gut aus. Guckt euch an, wie ich aussehe. So. Ah, ich kann nicht angreifen, weil ich... Oder? Ja, ich kann nicht angreifen. Den Hut müssen wir dann erstmal weglassen. Ja, umso schwerer ich bin, umso mehr Ausdauer ist das auch, ne? Weiß ich nicht, ob ich so viel dadurch gewonnen habe. Ich versuche den anderen Dicken. Ich habe da mehr Erfolg. Jetzt. Ich verstehe halt immer noch nicht, was ich mit R2 mache. Und dem Kreis. Irgendwie. Das tat weh. Wie kann ich damit abwehren? Aber weiß ich, was das bringt.
Ich weiß nicht, was ich mit diesem R2-Ding mache, ne? Das nervt mich. Ich muss nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Das weiß ich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich weiß nicht, was das mit der Verwandlung bringt. Der war assi. Also, die Rüstung macht mich so lahm. Weiter zum Tutorial. Wieder ein Verstehen. Weiter zum Tutorial. Key-Impuls R1. Während sich die blauen Lichter nach einem Angriff um dich sammeln, ein Key-Impuls stellt deinen Key wieder her. Die Menge hängt dabei vom Training Matthäus. Okay, ich glaube, das muss ich machen. Ja, das muss ich machen. Ich glaube, das muss ich machen. Probieren wir jetzt mal bei dem kleinen Wicht hier aus. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ja, aber ich weiß gar nicht wann. Nach so einer Combo auf jeden Fall. Wenn die, erst wenn die Anzeige voll ist, soll ich das machen mit dem Umwandeln. Der Angriff ist assi. Es ging aber trotzdem nicht, obwohl es voll war. Nein, ich hatte ihn schon so weit. Mann, der war schon fast tot. Das mit dem Aufsammeln muss ich mir noch besser drin werden. Aber ich hatte gerade die Anzeige oben komplett voll. Und das mit R1 checke ich auch noch nicht so ganz. Ich habe voll X gedrückt. Was soll die Scheiße? Ich glaube, ich kann nicht immer einfach X drücken. Ich glaube, ich muss L1 gedrückt halten. Hat er jetzt wieder Pulle? Def hat er jetzt wieder.
Also das mit der Depp habe ich noch nicht so ganz gecheckt, so mit dem Ausweichen. Alter. Damit ziehe ich dem gar nichts ab, ne? Meine letzte Heilung. Oha, Half-Life bin ich. Als ob er mich trifft mit diesem scheiß Drehangriff. Hallo Shayuna! Also da muss es ein viel krasseres Tutorial geben, dass es komplett einsteigt. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte das Spiel für 80 Euro oder so gekauft. Ich wäre so sauer. Und ich bin echt nicht schlecht an so Souls Games. Ich kann mich irgendwie nicht verwandeln, ich check's nicht. Das ist so kompliziert, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wisst ihr, wie viele Knöpfe ich hier drücken muss, um normal anzugreifen? Das ist so bodenlos. Ich zieh dem nichts ab!
Wuchtkonter, ja, es funktioniert aber nicht. Ey, die ist mit diesem R1 so ganz gut. Ah, tschö. Mann! Wie kann er, als ob er Homing hätte? Ja, liegt halt noch länger darum. Hallo Lotzke. Da ich sie umsonst auf der Platte habe, wollte ich es mal ausprobieren, aber ich werde nicht warm mit dem Game. Also entweder mache ich irgendwas grundlegend falsch oder ich kann es einfach nicht. Ich probiere es nochmal mit dem normalen Katana. Beides? Ja, wahrscheinlich. Mann, das mit diesem R1 ist so ungewohnt, dass ich nach dem Angriff nochmal ein R1 machen muss. Das ist übel komisch. Steh auf. Ey, der ist immer noch Full Life, ne? Kriegt ihr wieder Energie? Ich verstehe das nicht. Ich check das nicht.
Ich kann doch nicht eine Stunde gegen den allerersten Gegner in diesem verkackten Spiel spielen. Das ist irgendwie ein Spiel, das war sehr knackig am Anfang. Ja, also. Ich kämpfe doch nicht eine halbe Stunde gegen einen Gegner. Lass den Großen erstmal links liegen. Ja, aber es muss doch gehen, dass man den killt. Nervt mich. Ich mach mal Katana. Ja, Katana. Meine Waffen sind doch irgendwie gelevelt. Kann man das nicht hier auch irgendwo machen? Segen? Nee, das ist ja DLC. Oh, nee. Besucher herbeirufen, Training. Entfernen, okay. Unterfunktion. Nee. Das Problem ist, selbst wenn ich den einen Gegner hier links liegen lasse, da hinten kommt ja noch ein starker Gegner. Farm leveln, dann Boss zu farmen. Jo, ist kein Dark Souls, ganz andere Mechaniken. Das habe ich auch schon gemerkt. Dieses mit R1 und L1 und so, voll schwierig. Das ist so ungewohnt, nach jedem Angriff R1 zu drücken. Und ich glaube, die I-Frames sind auch so gering. Moin, Obu. Das heißt, gegen den hier soll ich auch nicht kämpfen, ja? Wie ich einfach nicht vorbeigekommen bin. Aber erklär mir mal bitte, was mein Schutzgeist macht. Dieses R2 plus Kreis. Das habe ich gar nicht gecheckt bisher. Das ist den Stande gehen, sollst du schon packen. Hier den Typen. Der macht aber genauso viel Schaden. Der fühlt sich genauso schwierig an. Das ist ein normaler Gegner. Wir müssen sagen, das ist ein normaler Gegner. Das war doch viel zu schwer für einen normalen Gegner. Seelenkerne erhalten. Was ist das hier? Ah, weg. Hat Neo den größten Skill Gap in allen Souls-like-Spielen? Was heißt Skill Gap? Ich finde es übel schwierig. Meinst du das? Das Kampfsystem ist hier deep. Das ist übel, übel deep. Ich muss nach jedem Angriff nochmal R1 drücken und dann gleichzeitig quasi ausweichen bzw. Block drücken oder Stun. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist nicht wie bei Souls, entweder Schild hoch oder ausweichen oder angreifen oder von hinten schießen.
sehe ich nicht durch, morgen wie Dark Souls oder Elden Ring, ja. Man muss was können, ey. Ja, auf jeden Fall. Also was ich bisher, die paar Minuten, die ich spiele, sehr, sehr schwierig. Und es ist so ungewohnt, immer R1 zu machen. So ungewöhnlich. Und hier ist auch alles verkehrt. Ausweichen auf X. Ausweichen auf X. Einsammeln auf Kreis. Angriff auf Viereck und Dreieck. Also für mich ist das ganz ungewöhnlich. Wenn sie das hinkommen, dass ich buffen und so aus und so weiter. Ja, ich glaube, denke nicht, dass ich so weit spielen werde, aber jetzt, um es mal anzuspielen, es reicht ja um jetzt. Oh mein Gott, jetzt sind die richtigen Gegner. Zwei auf einmal. Nee. Nur einer, bitte. Die Taktik geht eigentlich ganz gut. Immer schön X drücken, Dreieck. Und dann R1 ab. Dingsen. Aber erklär mir doch mal bitte, was R2 plus Kreis macht. Das verstehe ich nicht. Der macht einfach. Hat der Schutz die ganze Zeit gemacht gerade, der Sack? Alter, macht der Schaden. Ey, wer ist denn da? Was soll die Scheiße? Anspruchsvoll. Zwei ist je nach Phantomform unterschiedlich. Ja, aber der macht immer nur ganz kurz und dann haut der wieder ab. Ich kann mich nicht so richtig verwandeln. Ich verstehe das nicht. Das ist immer sofort wieder weg. Ist doch nutzlos. So. KI-Management, Ausrüstung. Das war geil. Kaiser macht zum Beispiel einen Dash. Ich bin gedacht, wo der gerne kurz rot leuchtet. Okay. Ich dachte, ich kann in der Form rumlaufen. Das ist ja langweilig. Also das ist doch voll langweilig. Guck mal, nur ganz kurz. Was ist das denn? Da kann ich auch einfach ausweichen. Und dann auch noch eine Tastenkombination. Das ist doch scheiße. Hat der Lu direkt wieder was zu meckern. Ich habe 2400. Ist das nicht ein Level Up? Fähigkeitsanpassung. Hier kannst du Fähigkeiten prüfen und ändern. Du Scheiße. Kralle. Von hinten? What the fuck ist das denn? Nee, das ist zu viel für mich. What the fuck? Samurai.
Check ich alles nicht. Ja, also, oh mein Gott, jede Waffe kannst du einzeln hier skillen. Gibt's irgendwas wie, mach einfach ein bisschen mehr Schaden? Mach einfach ein bisschen mehr Schaden? Schnellhaltung führst du einen Sprungangriff aus. Nur hohe Haltung. Nur tiefe Haltung. Ich greife eh meistens tiefe Haltung an, deswegen mache ich einfach eine Kombo. Oder automatisches R1 oder so wäre cool. Um dich umringende Gegner zu Zaumen zu bringen. Mach einfach das. Ich muss dafür Missionen abschließen. Schwertscheide schlägst am. Okay, dann mach ich das als nächstes. Puh, Junge, Junge, Junge. Das wird ja spaßig. Kürbisflasche. Hat ja alles im Chat zu erklären. Wenn du wolltest, kurz aushelfen. Nee. Alles gut. Ich bin heute noch den ganzen Abend online, Lisa. Ah, hier. Beten. Kann ich leveln? Kern gern. Die Seelenkerne wurden durch Gebet am Schrein gereinigt können eingestimmt werden. Seelenkerne können über die Option Schutzgeist wechseln. Aha. Bestätigen. Das ist so ein cooler Schutzgeist. Mein Schutzgeist ist voll scheiße. Seelenkerne einstimmen. Kann ich nicht einsetzen, oder was? Mein Schutzgeist ist voll scheiße. Hätte ich das gewusst, das hat mir aber im Tutorial niemand erzählt. Hätte ich lieber den Hund oder den Vogel genommen. Der scheiß Fisch ist kacke. Aber das verstehe ich auch nicht, weil ganz am Anfang, vor einer Stunde, als ich auswählen konnte, welchen Schutz ich nehme, da konnte ich den nehmen jeweils. Und dann angreifen und so. Und aufgrund dessen habe ich den Schutzgeist überhaupt ausgewählt. Und jetzt ist das nur so ein beschissener Schutz. Ross, vielen, 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 vielen Dank für deinen Sub. Dritter. Der Dritte. Schön, dass du da bist. Ah, Stufenaufstieg. Nervt mich. Out of breath already. See how you like this. Also das mit dem R1 ist so ungewohnt, ne? Und jetzt habe ich den Schutzgeist voll, aber ich will ihn gar nicht einsetzen, weil er so scheiße ist. Ich hab Schaden bekommen, das nervt mich. Bizen den Tashi. Tachi. Tachi.
Da ist schon wieder so ein Fetter. Kann ich jetzt eigentlich die andere Rüstung anziehen? Oder doch? Guck mal, die ist sogar... Ne, das ist die. Bin ich aber zu hart ausgerüstet. Aber wenn ich den hier wegmache, kann ich den ablehnen, entfernen? Bin ich dann immer noch zu schwer? Bin ich gelb? Gelb ist gut, ne? Ah, guck mal hier, Kürbisflasche. Und dann einen schwachen Gold an dich, Leute, als wäre da... Um 100 Amerita zu halten. Habe ich 4 Stück? Oder wie? Stein. Okay, wir lassen es erstmal so. Also gegen den Fetten, da kämpfe ich nicht. Ah, hier bin ich jetzt. Kann ich hier eine Abkürzung aufmachen? Yay! Aber ich kämpfe nicht gegen den Fetten. Ich habe eben schon eine Stunde mit dem verbracht, gefühlt. Hab ich Bock gehabt zuzugucken. Was? Wieso geht ihr alle so auf Nio ab? Ist das so geil, das Game? Ich bin noch nicht so warm mit dem Spiel. Es sieht cool aus und so, aber... Kampfsystem... Ach du Scheiße, 12 einmal. Kampfsystem, sind wir noch nicht so warm miteinander. Du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, beweg dich! Wie lange er wartet zum Schießen, der Sack? Ach, hör auf mit deinem Scheiß. Ja, jetzt kannst du schießen. Da hinten schießt noch einer, der Penner. Ach, hör auf. Zwei auf einmal ist assi. Soll ich denn die zwei auf einmal killen? Alter, wie schade war das denn? Hau rein. Flucht nach vorn. What the fuck? Lass mich beten. Oh Gott, ey. Etwas überwältigend, etwas, sagt er. Tschö. Das ist cool. Ich glaube, deswegen kann man hier auch ausweichen, weil es einfach zu viele Gegner da sind. Ich habe einen Bogen bekommen, ist ja gut. Oh, ich will da nicht runter, glaube ich. Das, was blau ist. Oh, ich wusste, dass da noch ein Gegner ist. Seelengrab. Hilfe anfordern. Ja, ich will Hilfe. Gesehen. Guck mal, der sieht gar nicht, der Dummkopf. Ist der blind? Bam! Hä, was? Dachte, er ist tot. Durchbohren.
Durchbohren. Ich hole mir auf jeden Fall die Hilfe. Ah, Multiplayer. Ich hole mir erstmal die Hilfe. Multiplayer kann man auch spielen, ne? Hilfe anfordern. Benötigt Ochoko-Becher. Ach. Ochoko-Becher 2. Das ja, Asi. Die geben mir 2 und ich brauche hier 3. Scheiß Game. Die Sense, ja, ich habe mich schon am Anfang gedacht, dass man ganz genau aufpassen muss bei den Waffen. Mein Fisch geht mir nur auf den Sack. Ich mag den Fisch nicht. Und Schokobecher? Nee. First bandits, and now monsters. This really is the end. Da hinten ist schon wieder so ein Nebel, das heißt, da kommen Gegner. Gibt's hier wieder Ochoko? Ey, ich brauche noch einen Eimer Ochoko, dann kann ich mir Hilfe rufen. Das, also das meinen die da auch nicht ernst, dass man hier direkt gegen richtige Leute kämpfen muss. Nee, nee, lass mal. Meeresfischer. Assi. Das sind NPC. Ja, gut. Ist für dich bestimmt einfach, für mich ist das schwer. Da ist ein Item. Und ein roter. Aber kein Gegner. Komm, Ochoko-Becher. Was steht denn da eigentlich die ganze Zeit? Könnt ihr lieber aufhören? Das will doch niemand sehen. Was ist das denn für ein Weg? Auf einen Chip und vom Chip wieder auf den Steg. Das ist ja auch. Ja. Noch ein Ochoko-Becher wäre halt echt traumhaft. Die sehen da gar nichts. Sind die komplett alle blind? Bei denen kannst du Becher formen. Aha. Okay, aber kriege ich die hin? Mit meinem Skill-Level? Haha, runtergefallen. Dummkopf. Oh. Okay, wenn Lotz gesagt, die schaffe ich, dann schaffe ich die. Wenn Lotz gesagt, ich schaff das, wo war der denn jetzt? Der Meeresfischer, der klingt schwierig, aber den hier? Heute Salty Loon? Wahrscheinlich, ja. Level 6. Mit 2 Äxten. Oder so. Von Gesetzloser aufgeschlitzt. Das Mino Uchi. Oh, das ist besser. Alter, das ist noch besser. Komm, versuchen wir es. Der kommt einfach hier hin. Ach du Scheiße, der kommt einfach. Du Scheiße.
Er ist die ganze Zeit am Verteidigen, der Penner. Okocho-Becher. Jetzt habe ich nur kein Leben mehr. Ich würde mich gerne erstmal heilen gehen, aber der Weg hierhin war auch ganz schön beschwerlich. Soll ich den holen oder soll ich mich erst heilen gehen? Hä? Jetzt steht hier benötigt Okocho-Becher 2, eben statt der 3. Soll ich mich erst heilen gehen? Entscheide du. Ach, ihr seid unhilfreich. Er hat auch den Kackfisch. Der Arme. Was macht der? Komm. Du musst für mich den Gegner killen. Ich schaff das nicht. Los, kill ihn. Lauf! Alter, das war mal ein anderer. Da geht er einfach drauf. Ich habe nichts mehr zu heilen. Oder? So heiliges Wasser oder so? Heiliges Wasser, halt erst. Halt, heiliges Wasser. Nö. Killt er den? Ist er tot? Komm, der hat nicht mehr so viel. Na komm. Geschafft! Jetzt brauche ich aber sofort was zum... Ne, da ist ein... Da ist was. Ich brauche sofort ein Altar. Ich habe gar kein Leben mehr. Da ist eine Tür. Die Tür kann ich aufmachen. Oder? Abkürzung. Ja! Habe ich doch perfekt gespielt. Doch perfekt gespielt, können nichts sagen. Krieg mich niemals ein Level ab. Aber ich kann diese komischen Dinger einsetzen. Hier, kleiner Geisterstein. Ja, sag ich doch. Ich brauche jetzt was, was Ausrüstung erhöht, am besten. Was sehe ich dir denn? Da maximale aktuelle Belastung, maximale Ausrüstung. Minus 3% ist gut, ne? Mich den besseren Helm einsetzen kann. Falsch. Kann ich immer noch nicht. Mist. Aber ich kann wieder Waffen verkaufen. Da. Opfer. Das ist lila. Scheiß drauf. Na, Udashi, keine Ahnung, was das ist. Ey! Orakelsegen, erhöht die alten Amrita-Menge. Oh, das nämlich.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was das mit dem Opfer bringen, was das bringt. Reis. Das mit dem Schutzgeist nervt mich immer noch, ne? Der hat keine Hosen an. Sack. Ah. Ah, nicht getroffen. Haha. Pfeile. Komm mal, Rui. Ein Knuddelmuff. Alter, da kommen wir jetzt hinterher. Kann der was? Das ist mein Maskottchen, das ist ja cool. You're an unfamiliar face around here. What brings you to this shrine? Da will ich nicht rein, ehrlich gesagt. Komm mit! Ey, komm mit, mein Freund. Oha! Kann mich immer noch nicht verwandeln. Das ist echt, das hat mich am Anfang voll gehypt mit dem Verwandeln und jetzt bin ich echt genervt von dem Verwandeln. Finde ich schade. Sind wir hier im Twilight, wie bei Twilight Princess? Ey, hier ist ein Schrein. Besudelt. Ey, da oben! Da ist das Tierchen. Das bleibt sogar eine Zeit lang. Anscheinend macht er irgendwas. Tierchen, yay! Er greift an. Scheiße, ich bin fast tot. Ich bin tot. Den ganzen Weg. Ah, nee, hier ist auf. Du Sack. Sein scheiß Pfeilen. Ja.
Komm, hilf mir! Von so einem verkackten Nacken, der nicht mal eine Hose anhat, gestorben. Mann, dieser Scheißfisch. Kann ich den ändern? Der ist so nutzlos, Mann. Ich will den nicht. Seelenkern einstimmen. Yokai-Fähigkeit nutzen. Ja, will ich. Aber es geht ja nicht. Affentanz. Ah. Einstimmungskosten. Schutzgeister wechseln. Ah, da bin ich dran. Okay. Jetzt geht das, ja? Ja! Er wirft einfach gegen den verkackten Baum. Da könnte ich ganz kurz ausflippen. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Guckt euch jetzt an. Hier. Bam! So, jetzt macht Spaß. Scheißfisch. Scheißfisch. Fischiger Fisch. Der Fisch ist geil. Geiler Fisch. Fisch. Ach, der nackte wieder. Komm her. Ey, komm her. Gestorben. Hatte ich gar keine Seelen eben, weil ich gestorben bin. Ah, jetzt. Komm mit, schnell. Da ich hier bei diesem Kackviech auch gestorben bin. Krieg ich das mit denen ja ab. Nein, falsch. Hier. Bam. Irgendwie füllt sich meine... Also irgendwie ist ja alles... Guck mal, wie langsam sich meine Ausdauer auffüllt. Ist das normal? Was ist das? Ey, hier ist eine Kiste. Seltsame Kraft verhindert das Öffnen. Ach du Scheiße. What? Das Ding füllt sich hier voll schnell auf.
bin schon mal ein bisschen stärker jetzt. Habe ich das Gefühl. Also, Alter, wie krass viel Schaden. Schieß doch. Aha. Oh. Komm mit. Ey, er ist nicht da. Nein, wieso ist er nicht mehr da? Den hätte ich gebraucht. Aufgespießt. Ich brauche auf jeden Fall meine Seelen. Ich hatte so viele Seelen. Nein! Ah, bin ich weg. Da kam irgendwas geflogen. Komm doch. Na, trauen sehe ich nicht, ne? Loser. Keine Ahnung, was das macht. Ich nimm's einfach mal. Ich hab mehr Seelen. How can the purity of this shrine be defiled by those bandit scum? Oh nein, oh nein! Hier am Rita. Seelen sind Seelen. Sind immer Seelen. Kräutermedizin. Es gibt ja da 1647 und 2800. Was sind denn diese 2800? Ich sehe gerade, ich bin noch im völlig falschen. Hier muss ich hin. Geld. Das Nokia vom PC weg. Wie das Nokia? Nicht getroffen, das ist schlecht. Geh weg! Der kommt ja mit raus! Das hat nichts zu heilen. Oh Mann! Ich mag das in diesem komischen Gebiet nicht. Immer wieder Störgeräusche. Hm. Ich mache mal Flugmodus rein, aber oft oder nur hin und wieder? Ich habe ja das neue Mikrofon drin. Wisst aber jetzt nicht, woran das liegen könnte.
Wo steht denn, wie viel ich... Ah, ich habe 30, oder wie? Ich müsste mir so nach einer... Ich meine, nach Kauf, Max. 4 von 8. Schmuckstücke. 5 von 8? 6 von 8? 7 von 8? 8 von 8? Inventar 8 von 8. So, jetzt habe ich mal richtig Heilung. Es kommt ran hier. Jetzt kommt da ran, komm. Ich sammle erstmal meine Energie oben. Ich werde behindert. Jetzt gerade fein. Das ist scheiße. Schwer nur Half-Life, das ist doch nervig. Weg mit deinem scheiß Pfeil und Bogen. Noch ein Level wäre cool. Was soll da noch ewig? Uncool, wenn ich nochmal so einen Kollegen rufen könnte. Immer nicht mehr so viel, die scheiß Gegner. Hm. 1200 noch. Hm. Ich muss bestimmt in diesem komischen Gebiet denn einen Gegner besiegen, ne? Ey, das mit der... Hallo! Mit der Energie nervt mich aber. Das wenn das ist. Das ist R1, das macht mich fertig. No. Ich bin immer noch, ich versuche immer noch schnell zu laufen auf Kreis, ne? Ihr merkt das ja nicht, ne? Aber immer dann, wenn ich nicht schnell laufe, sondern langsam, versuche ich eigentlich schnell zu laufen mit Kreis.
Nicht mein Game, ich sag's euch.